zu fressen habe ich noch. Mhm. Das ist auch schön, wenn du was zu fressen hast. Ja, ich muss daran denken, dass ich auch was esse. Das ist mein Manko. Ach, aber im echten Leben passiert dir das aber nicht. Aber hier passiert es nicht mehr komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Das weiß ich auch nicht. Hier müssen wir alles noch ein bisschen mit Erde machen. Ach ja. Gehen wir es mal hier oben. Oben hoch, habe ich gesagt. So, mal gucken. Wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt hier so reinbaue, dieses? Doch, ich glaube, das sieht gut aus. Da kommt kein Fenster rein. Jetzt machen wir aus den Stein. Das gefällt mir. Sieht schön aus. So. Toll. Muss ich was essen. Können wir da schon mal Fensterscheiben einsetzen vielleicht, ne? Gucken wir mal. Fensterscheibe da rein. Scheibe da rein. Fensterscheibe da rein. Jo. Und das Material nach unten wieder. Das wird eine schöne Mühle, glaube ich. Das packen wir hier mit rein. Hier müssen wir hoch. Ich glaube, das wird schon wieder Nacht, kann das sein? Das gibt es ja wohl nicht. Wer hinlegen? Nö, noch nicht. Wir können uns bestimmt gleich wieder hinlegen. Wir hier ein bisschen hier das ganze Gelände so ein bisschen anpassen. Weißt du? Ach, hier kommt schon wieder jemand hier. Genau, lass uns mal hinlegen. Was hältst du davon? Ich bin im Bett. Auch. Das ist schön. Wieder hell? Ja. Ist wieder hell. Warum? Siehst du das nicht? Berg. Ach so. Kann ich ja nicht sehen. Du bist im Berg. Aber hab schon wieder ein Smaragd in der Tasche. Das ist doch schön. Wie viel Ohne hier aussieht. Kann sich so ein bisschen anpassen hier. So, meine Dinger sind bestimmt noch nicht gebrannt. Und da wieder. Ob ich auf diesen Rümpfe hier auch nochmal Fackeln draufsetze? Nö, mache ich nicht, nö. Meine ich nicht. So, ein bisschen Erde. Wir wollen das Ganze ein bisschen schöner machen hier. Wir verschönern jetzt erstmal von außen. Ein bisschen Erde hier, ja. So, unterm Haus? Ach nee, bisschen Rammelsberg, hast du gesagt, ne? Okay. Diese Seite lassen wir hier noch frei. So.
Was habe ich gesagt? Immer alles dicht zubauen. Und keine bösen Überraschungen irgendwann bekommt. So, nehmen wir die nächsten Erde. Dieses machen wir auch gut. So. Toll. Weg. Auch mal wieder weg. Oh, keine Erde mehr. Okay. Ein bisschen das Gelände hier so anpassen. Das wäre mir schön. Mal gucken, von wo wir den Zugang zum Haus dann machen. Das weiß ich jetzt nämlich auch noch nicht. Aber ich habe da schon eine Idee, wie wir was hinkriegen könnten. Nochmal Erde hierher. Zwei Stacks. Ein bisschen Terraforming hier am Haus machen. Oder vorm Haus. So. So. Oh. Es wird ja mächtig gebaut. Mit den vier Stack auch schon wieder weg. Gott. Letzten Beschwerde, die ganze viele Erde kriegt man nie weg. Jetzt ist er fast weg. Machen wir dieses Areal zu. Okay, wir haben was vergessen. Das reicht auch nicht. Was ist da nicht? Okay. Gucken wir mal ganze Erde, was wir haben. Und trotzdem ist die Frage nicht gelöst, wo kommen wir hier hoch? Ja. Aber ich habe doch schon eine Idee. Ich habe da schon eine Idee. Hier die letzte Erde hier alles mit. Dann ist die Erde wenigstens weg und alle. So. Palapes noch gefunden. Super. Palapes. Von weitem auf mit dem Mühe. Ich glaube, das sieht schön aus. Das hat was. Doch. Gefällt mir. Könnte was werden. Hoffe ich jedenfalls. Hier auf? Ich weiß es nicht. Ganz abzuschließen vielleicht so. Also diese Ecke auch schon wieder fertig.
So. Ich habe so viel Erde verbraucht und es fehlt mir immer noch Erde. Okay. Wir haben Erde noch im Haus. So, das haben wir jetzt gemacht. Die wir hier wegnehmen. Dann habe ich wieder einen. Der haut es aber voll raus. So, jetzt habe ich noch ein paar Pflänzchen hier. Porzellanbüschchen. Guck mal, hier sind die Pflanzen. So, sieht schön aus. Ja. Wenn du Lust hast, kannst du ein paar Schwarzeichen fällen und neu aussehen. Ja, kommen wir gleich wieder. Ich habe zwar Holz, aber es wird bestimmt nicht reichen. Ja, ich komme. Und falls du Soapstone findest, Soapstone bitte mitbringen. Soapstone ist wichtig. Habe ich hier nicht. Oh, weil das brauchen wir für, so roten Granit hier, so gar nicht. Nein? Sauerei. Kein Soapstone in Rammelsberg? Nee, bis jetzt noch nicht. Okay. Roter gehört Granitbutton, das soll. Ja, kannst auch mitbringen, roten Granit. Los, und da. Bin wieder so fett, ich passe da wieder nicht durch. Wow. Doch. Zu dick. Wieder zu. 1, 2, 3. Nehmen wir mit. Den bauen wir gleich um. Dann brauchen wir ganz viel. Ups. Das haut nicht hin. Das haben wir aber. Und das haben wir. So. Jetzt können wir weiterbauen. So. Will ich irgendwas mitbringen? Nö, habe ich eigentlich alles. Ich habe alles. Ich habe alles, was ich brauche. So. Ganz schnell laufen wir wieder zurück. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder unter. Ich fasse es ja nicht. Los, galoppier mal. Gott, die Eichen sind ja groß geworden. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das kann man so lassen. Also hier, Aufgang hier. So. Flup, flup, flup. Die Mühle wächst in das Mühlenhaus. Ich glaube, das wird gut werden. Flup. Oh. So. Ich muss alle. Nachschub. Da. So. Wo habe ich denn jetzt? Oh, die Fensterscheiben habe ich unten. Mistiger welcher, die habe ich hier unten. Dumm, die dumm, die dumm. Kurz hier unten reingehen. Mal fragt euch, das ist der. Die Welle vom Rad draußen. So, Fensterscheiben, her damit. Kann ich die Truhe weit nach oben bringen, glaube ich. So, die Fenster hier rein. Da ist schon eins, okay. Da ist auch schon eins. Hier ein Fenster. Da ein Fenster. Und da ein Fenster. Da haben wir auch schon genug Fenster. Gut. Lass mich mal überlegen.
Genau. Hier oben. Wir setzen wir hier draußen vor die Tür hin. Können wir ja auch machen. Genau. Bauen wir hier eine Truhe hin. Oh, ich höre ein Gehen. Schoki scheint müde zu sein. Ja, ist er auch. Und hier bauen wir ein Zäunchen drum. Keiner hier so runterfällt, oder? Gucken wir mal. Können wir hier die Sachen immer alles reinpacken? Es wird schon wieder dunkel draußen. Es ist dunkel. Wollen wir schnell schlafen gehen? Ja, und dann gehe ich auch noch Schwarzeichen holen, ne? Jo. So, ich hole jetzt mal ein Bettchen hier. So, ich bin im Bettchen. Ich schlafe. Ja. Ach ja. Und es ist wieder Tag, Gott sei Dank. Bettchen wieder genommen. So. Aufstehen. Ganz aus von Minecraft. Geht das schon wieder los? Hey. Ja, den Bug habe ich ab und zu auch gehabt. Da konnte ich dann nicht wieder aufstehen. Dann lag ich da im Bettchen und nichts ging mehr. Nehmen wir mal 6 Stück hier. So. Hier keiner hier runterfällt, machen wir das Ganze so. Und hier natürlich auch so. Ja. Die packe ich mal hier rein. So. Ein paar Stufen gebaut. Na. Halt. Richtige Axt nehmen. Nicht die verkehrte. Sonst nehmen wir zu viel weg. So. Haben wir noch eine Tür? Und keine Tür mehr. Und noch eine Tür? Ach, unten lassen wir die Tür nochmal. Bauen wir hier nochmal schnell eine neue Tür. So. Manche Rezepte weiß man ja irgendwann ja auswendig. Das ist ja der Vorteil. Und schon haben wir hier drin eine Tür. So. In Anbetracht dessen bauen wir hier die Treppe, wo es hinuntergeht. Genau, die Treppe beginnt. Die beginnt hier. Super.
ganz großes Kino. Hier kommen wir nicht. Da unten machen wir eine Steintreppe, hatte ich mir gedacht. Mal gucken, haben wir noch Steinziegel? Wir haben ganze 9 Stück. Wow. Das heißt, hier komme ich runter. Super. Brauchst du nochmal Soapstone und tauche ich nochmal irgendwo ab? Soapstone kann ich immer gebrauchen. Okay, manchmal wieder auf die Suche, ja? Hm. Hm. Da baue ich die Treppe aus Holz hier runter. Ich weiß es nicht. Bauen wir die Treppe zum Kellergewölbe aus Holz runter oder aus Bruch oder aus schönen Steinen? Auch mal aus Holz bauen, das geht auch. Aus Holz? Feuerchen. Ja, ne? Ja, ein Steinfisch. Feuerchen sind so widerlich, ne? Warum? Überall gluckern sie rum. Ist doch putzig. Ja, die beiden vielleicht raus dann. Ich nehme die hier nochmal weg. Die irritieren hier alle. Das war dumm. Nehmen wir nochmal weg hier. Da bauen wir hier aus Holz nach unten runter. Die machen wir aus Holz. Ganz viel davon. Mal ganz viel hiervon. Mhm. Obst und Button war das, ne? Mhm. So. Mal gucken, wenn wir von unten die Treppe jetzt anfangen zu bauen. Von unten. Das ist alles so doof, ey. Das ist irgendwie so richtig doof. Warum ist das doof? Weil wir da so nicht hinkommen, wie wir hinkommen wollen. Hm. Nee, super. Hm. Müssen wir anders machen? Hm. Gucken wir mal. Den setzen wir da so gegen. Machen wir so. Das 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 machen wir so. Hier machen wir jetzt so einen ganzen Block rein. Genau. Dann machen wir das Ganze so. Hier komme ich nicht hoch. Warum nicht? Weil hier die Steine im Weg sind. Oh. War das jetzt Soapstone, was du brauchst? Oder Soapstone, Cobblestone-Button? Ja. Hier komme ich jetzt nicht hoch. Das ist doof. Das ist wieder wegnehmen. Komme ich zwar hoch, aber sieht Scheibenkleister aus. Das heißt, das machen wir anders. Bauen hier alles nochmal weg. Ganze Treppe kommt ja weg. Zack, zack, zack. Zack, zack. Müssen wir eine Lösung verfinden.
Super, es fällt komplett runter. Das war nicht meine Absicht. So. Das ist weg. So, wie sage ich meiner Mutter, da war was. So ein bisschen Treppenbau ist teilweise gar nicht mal so einfach. So. Geht das da so lang? Los, Treppen mehr. Bauteile hierher. Gehen wir hier so. Nur das Ganze so. Flupp. Ich sag doch, Treppen bauen sich einfach. Verkehrt gebaut. Ein paar von denen hierher. Dann passt das. Blub, blub, blub. So. Jetzt mache ich hier mal die Tür hier zu. Die Treppe mache ich dann vielleicht einmal komplett mit zum Geländer zu vielleicht. Das könnte vielleicht gut aussehen. Guck mal hier so hoch. Flupp. Guck mal da so durch. Denk an dem Stein, aber es ist nicht weiter wild. Den kann ich hier rausnehmen. Genau. Dann komme ich hier. Oh. Ich glaube, ich habe es jetzt hingekriegt. So, die Treppe ist auch fertig. Kommt man hier oben raus. Super. Ein bisschen Licht machen hier im Haus. Wollen wir hier auch solche Kerzen dran machen nachher von weiß schon was. Lego-Kraft können wir machen. Diese Kerzenhalter, dann kannst du die gegen die Fackeln austauschen. Das können wir dann nachher machen. Oh, du hörst ja ein bisschen müde an. Ja, bin ich ja. Wie kommt das denn? Oh, jetzt bist du denn kaputt. So. Eins, zwei. Das machen wir so. Genau, wir machen nur in der Mitte die großen. Wie war denn das? Da muss ich was nach rüber bauen, ja. Das Gefühl, diese ganzen Steine werden nicht. Das ganze Holz, was ich habe, wird nicht reichen. Brauchst du noch für Hölzchen, dann hol ich welche. Schwarzeichenholz, immer noch. Immer wieder neu aussehen, ne? Aussehen und gleich wieder gucken, dass er gleich wächst mit Knochenmehl. Also bemuttern. Genau. So. Soapstone Cobblestone, dann habe ich hier noch Soapstone Button hier. Was ist ein Soapstone Button? Kenne Benjamin Button, kenne ich. Schwarzeichenholz, Schwarzeichenholz. Doch der, der nicht älter wird, ne? Der wird jünger, wird alt geboren. So ein verschrumpeltes etwas. So, ich will trotzdem noch ein bisschen Fachverkehr reinbringen.
Ich springe mal runter. Autsch. Im Fachwerk hier reinbringen. Das Fachwerk finde ich klasse. Ich weiß noch nicht, wie wir es mit den Treppen da hinkriegen, aber das machen wir erstmal so. Ah, das sieht klasse aus, das gefällt mir. Überlegt habe, wie wir angefangen haben, Minecraft zu spielen, meine Güte. So. Haben wir die unterste Etage bald schon wieder fertig? Das heißt, jetzt ziehen wir ein Geländer lang, dass hier keiner reinfällt. Und das ist besser. So, kurz hier rausgehen. Hallo, ich bin ja der Neue. Ich habe ja ein paar Türen übrig, die brauche ich gerade nicht. Das nehme ich mit und das nehme ich kurz mal mit. Dann ziehen wir hier eine Wand rein. Wenn wir das Fenster hier rausnehmen, könnten wir theoretisch da draußen wandert doch schon wieder irgendwas rum, habe ich doch gerade schon wieder gehört. Wir könnten hier der Genüge Folge leisten und hier sowas machen. Habt ihr Soapstone und Cobblestone mitgebracht? Das ist doch schön. Oh, mir ist irgendwie kalt. Echt? Ach, so kalt ist doch gar nicht. Dann können wir von hier da so hochgehen, denke ich mal. Ich glaube, das ist gut. Wie kommen wir denn da hin? Schwarzeichentreppe. So, mal. Hier nur kurz weg. Jetzt da nach oben hoch. Ah, wo ist es da? So. Hier zwischen machen wir so ein Zäunchen vielleicht. Sieht das denn aus? So, jetzt hole ich mein Hackebeilchen, ne? Was machst du mit deinem Hackebeilchen? Schwarzeiche. Stimmt, da war ja was. Machen deine komisch kaputten Nachbarn hier schon wieder bei dir hier? Weiß ich nicht, was die machen. Ja, hier ist eine Katze. Wildfang. Sie macht einen Wildfang schon wieder hier. Oh, finde ich jetzt Schwarzeichen. Ja, wenn ich hole ich gleich Schwarzeichen, wenn ich weiter will. Nee, ich werde schon welche finden.